Wenn einer eine Reise macht, dann kann er was erzählen. Das gilt besonders für Fahrten nach Südosteuropa. Seit 2007 gehört Rumänien zur Europäischen Union. Wer Rumänien noch aus der Zeit vor dem Beitritt kennt, ist zunächst einmal erstaunt über die Fortschritte, die das Land gemacht hat. Wer Rumänien allerdings nicht aus dieser Zeit von früher her kennt, der kann an der Grenze wohl einen kleinen Kulturschock erleiden. Zunächst sind es nur vereinzelte Pferdewagen, die dem Automobil Paroli bieten. In einigen Landesteilen gehören sie aber wirklich zum allgemeinen Verkehrsbild. Dort wird der Acker auch noch mit pferdebespannten Pflügen bearbeitet und Landwirtschaft ist häufig Handarbeit, Maschineneinsatz die Ausnahme. Viele Gebäude wirken verfallen und ungepflegt. Allerdings muss man auch berücksichtigen, dass die Inhaber eventuell im Ausland sind und dort ihr Geld verdienen. Ob das ursprüngliche Ansinnen, sich nach einer gewissen Zeit in der Ferne wieder in Rumänien eine Existenz aufzubauen, das eigene Haus herzurichten, dann auch umgesetzt wird, ist eine andere Frage. Aber es gibt auch höchst positive Beispiele. Während viele rumänische Städte eine Ansammlung aus trostlosen Plattenbauten und maroden Einfamilienhäusern sind, aus der Zeit der letzten Jahrhundertswende, hat sich beispielsweise Sibiu, das siebenbürgische Hermannstadt, richtig gehend herausgeputzt. Eine Leistung, die vor allem dem Bürgermeister zu verdanken ist, der große Investoren anlocken konnte. Auf eine ähnliche Entwicklung hofft man wohl zum Leidwesen Deutschlands auch in Cluj-Napoca. Dort in die Nähe ist bekanntlich Nokia hinabgewandert. Also wir sind in Bulgarien, in Varna, vielen wahrscheinlich eher bekannt von den Sandstränden hier, also die berühmte Goldküste ist hier. Allerdings, man sieht, es gibt hier nicht nur Badeurlaub, sondern auch die Wirtschaft entwickelt sich in diesem EU-Land auch so einigermaßen. Die Sachen sind zwar noch ein bisschen veraltet, aber die Leute arbeiten hier und es herrscht reges Treiben. Bulgarien dürfte vor allem von der Goldküste her bekannt sein. Hier hat sich ein richtiges Ferienmekka gebildet. Hunderte Hotels, günstige Übernachtungen, günstige Getränke, jede denkliche Art von Amüsierbetrieben. Nicht ganz zu Unrecht spricht man von Mallorca Südosteuropas. Dabei war Varna vor allem während der Zeit des Kommunismus ein bedeutender Hafen. Lange Zeit lag vieles brach. Mittlerweile ist man aber auch hier wieder dabei, verlorenes Terrain gut zu machen. Klar, einiges sieht noch ganz schön marode aus.
Moldawien gehört bereits nicht mehr zur Europäischen Union. Dementsprechend gestalten sich die Grenzkontrollen schon etwas ausführlicher. Auf den ersten Blick wirkt Moldawien sogar noch etwas rückständiger als Rumänien. Die Pferdegespanne haben jetzt keine Reifen mehr, sondern hölzerne Speicherräder. Die Häuser sind kleiner, allerdings auch meist gepflegter, und selbst bei den Plattenbauten gibt man sich ein bisschen Mühe, einen optisch ansprechenden Eindruck zu erzielen. Moldawien war eine Zeit lang darin bestrebt, sich Rumänien anzuschließen, was bei der russischen Minderheit allerdings zu größten Gegenbestrebungen geführt hat und schließlich im Transnistrien-Konflikt endete. Mittlerweile bemüht sich Moldawien um die Aufnahme in die EU.